Und da sind wir wieder zurück auf der Spring Zombie Map. Wir sind immer noch hier unterwegs und versuchen mal über Welle 2 hinauszukommen. So, ich sammle die Items und kehre dann zu MK zurück, weil der scheinbar wie wild am Klicken ist und dadurch in einen Kampf verwickelt zu sein scheint. Wenn ich nur wüsste, wo er in einen Kampf verwickelt ist. Ich sehe hier Erfahrungspunkte. Ja, weil du wieder woanders hingelaufen bist. Ich. Wie immer. Ich gehe jetzt mal kurz hier in dieses Gebäude und hole mir die Items. Die Items sind völlig für den Eimer, kannst du dir schenken. Nein, da sind Pfeile, also Munition, die wir später für die Schrotflinte brauchen. Und die Munition kostet alleine schon genug Geld, deswegen sammle ich die. Ja, aber wenn das so weitergeht, kommen wir da nicht hin. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal um die Zombies kümmern, nicht hier rumlaufen und Zeug einsammeln, stundenlang. Ist ja auch nicht stundenlang eingesammelt, ist hier nur einmal so. Aufhören, wir müssen Zombies vertreten. Wo spawnen die als nächstes? Wahrscheinlich wieder da hinten. Ja, Immer da bei mir. hinten. Immer bei mir. Brauchst du eine Waffe? Ich brauche Level. Looten und leveln, mein Freund, looten und leveln. Niedergestreckt. Hat er gerade einen Goldhelm gedroppt? Schuhe müssten das gewesen sein. Oh, Schuhe, cool. Aufpassen! Ah, ich müsste mir was anziehen. Halt den mal weg. Sehr schön. Halt ihn mir mal fern, ich habe nur noch 4 Herzen. Hinter dir, hinter dir. Okay, bin tot. Ich habe extra mal gewartet, dann können wir zusammen einkaufen. Ich habe 16 Level. 17. Ja, wir können uns höchstens eine Gitarre kaufen, aber ansonsten ist das Essig. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hab mir schon eine Gitarre gekauft. Moment, ich muss an den Kerl da rankommen. Warum? Weil ich vermute, dass das nicht ohne Grund hier, dass der Nein, Typ das hier. ist nur für die Begrüßung. Sobald du auf die Platte trittst, begrüßt er dich. Geh mal weg. Der muss doch theoretisch mit einem handeln können. Oder die haben hier Barriereblöcke hingemacht. Das ist natürlich dann gemein. Oh, scheiße. Egal, brauche ich sowieso noch. Weil eigentlich müsstest du in. Ah! Du kannst Items mit ihm handeln. Du kannst ihm Sachen. 6 Smaragde. Okay. Von hier aus kommst du an ihn ran. Okay, der gibt dir aber nichts dafür. Also eigentlich, entweder haben sie vergessen, den Handel auszumachen oder keine Ahnung. Knöpfchen drücken. Okay. So, lass mich hier gerade mal sortieren.
Ich habe noch zwei Brote. So, ich gras kurz die beiden Kisten ab und bin dann gleich wieder da. Ich habe einen Turbo-Trank genommen. Ich helfe! So. Da habe ich nicht aufgepasst. Wie? Beim Inventar. Inventar ist böse. Ja, aber viel mehr gibt es hier auf der Map ja irgendwie auch nicht zu sehen, oder? Ich glaube nicht. Das ist halt eher die Basiskarte und dann gibt es noch DLCs, also im Prinzip Kartenerweiterungen, die du hier reinziehen kannst, mit denen du die dann erweitern kannst. Das können wir eventuell nach der zweiten Folge mal ausprobieren. Ja, würde ich auch sagen. Also mehr als zwei Folgen würde ich hier jetzt nicht draus machen. Hä, wir sind jetzt in der zweiten Folge von der Karte und dann die dritte Folge machen wir eventuell nochmal hier, aber dann in einem der DLCs. Ja. So komisch das klingen mag für jemanden, der Minecraft-Garten kennt. Ja, aber ich denke, wir haben hier auf alle Fälle jetzt soweit alles gesehen, was es zu sehen gibt. Nein, es gibt noch einen Helikopter. Bitte nochmal? Es gibt da oben einen Helikopter. Was? Da will ich hin. Wie kommt man denn zum Helikopter? Keine Ahnung, ich sehe ihn nur da oben. Oh, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ja, innerhalb des Hauses und dann Sprung. Ja, wahrscheinlich. Oder nein, hier gibt es eine Treppe. Und hier ist eine Kiste mit Eisen und Ammo. Was haben wir hier oben beim Helikopter? Ein Helikopter. Ja, aber nicht zu gebrauchen. Hier oben sind wir sicher. Hast du noch was zu essen? Leroy! Oh, scheiße. Hier, komm her. Leroy Jackass! Unnötiger Schaden. Fachschalone. Ja, Welle 3. Ui, jetzt wird es aber viel. Du klaust mir meine Erfahrungspunkte. Das hast du jetzt auch nicht besser verdient. Ja, nachdem du mich zweimal gehauen hast. Leroy Jacker. Okay, die anderen Kisten brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Hier kloppen wir noch ein bisschen weiter. Aber sehr schön, haben wir es wenigstens bis Level 3 schon mal geschafft. Übrigens, mit dem Knopf hier kommen wir wieder zurück ins Menü, beziehungsweise in den Shop-Kram, ohne dass wir hier was kaputt machen. Okay, gut zu wissen.
Ist aber auch kein Point of No Return-Taste von wegen hier. Gibt's hier jetzt eine Kiste oder nicht? Ich will das wissen. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin auf dem Maze, aber hier ist keine Kiste drin. Schade eigentlich. Das wäre eigentlich eine relativ coole Stelle dafür, würde ich sagen. Und frag nicht, wie ich hier oben drauf gekommen bin. Das ist purer Skill. Ja, das hat mich jetzt wirklich interessiert. An dem Brunnen ist eine doppelte Stufe. Da hast du im Prinzip nur noch eine Etage nach oben zu bewältigen und das kannst du im normalen Sprung. Sagen. Wir können hier doch die armen Zombies nicht einfach umbringen. Das waren doch auch mal Menschen. Wenn es denn irgendwann mal ein Heilmittel gibt. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Nein! Okay. Wir haben noch 6 Minuten in der Folge oder so, also eine Runde, also einen Versuch machen wir noch. Einen machen wir noch. Ja, ein oder zwei, solange bis die Folge vorne ist. Übrigens, hier für denjenigen, der gerne mal Schaden kassiert, ich habe einen Heiltrank für dich. Bringt mir nichts. Ich bin schneller tot als er heilt. Direktheilung. Ja, so mit Grad wechseln auf Trank und einwerfen, das funktioniert nicht. Ding, ding, ding. Ah, ich liebe die Minecraft-Musik. Ist so wundervoll beruhigend. Und springen! Aber an sich ein sehr schönes Haus, was die hier gebaut haben. Ja, kann man wirklich nichts sagen. Bräuchte aber mal mehr Rüstung, das ist doch wirklich grausam. Ich hab nur 3 Rüstungen. Hinten spawnt irgendwie nie was. Kleine Mistviecher! Spawnen immer alle hier irgendwie in diesem Bereich. Merkwürdig finde ich, ist manchmal diese Gitarre einfach nicht. Das liegt an der Mechanik in Minecraft selbst, weil Monster, die gerade in diesem roten Modus sind, können nicht weiteren Schaden kriegen, bis der rote Modus fertig ist. Ach so? Das heißt, dieses Spam-Klicken ist ein bisschen schadbehaftet aus dem einfachen Grund, du haust zwar auf das Monster drauf, deine Waffe verliert an Haltbarkeit, aber das Monster kriegt keinen Schaden, solange bis der rote Modus wieder weg ist. Ja gut, dann kann ich auch 1.9 zocken. Das hätte mir mal vorher einer sagen können.
Okay, dann machen wir aber die Folge jetzt kürzer, oder willst du noch einen Run machen? Sind schon dabei. Jetzt ergibt das auch alles einen Sinn. Oh Gott, ich glaube, ich habe jetzt gerade zweimal das Spiel gestartet. Ja, es ist auf alle Fälle zweimal gekommen. Und du gehörst nicht zu meinem Run dazu. Okay, ja, dann müssen wir nächstes warten, bis beide respawned sind. Na, so gewinne ich die Runde wenigstens mal. Warum hast du mich denn jetzt gehauen? Das war der Zombie. Ja. Ah, ne, jetzt habe ich deinen Namen mit dabei. Okay. Oh Mann. Und du standest, ich stand rechts nicht, weil ich noch keinen Gegner hatte. Eieieiei, so eine kleine Mini-Popelkarte und wir kommen nicht über Welle 3 hinaus. Ich find's trotzdem lustig. Aber es wird auf die Dauer langweilig. Ja, mal schauen, wie der DLC ist. Wir machen noch diesen einen Versuch und sobald einer von uns beiden stirbt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge auch wieder. Dann versuche ich mal den DLC hier zum Laufen zu kriegen und dann sollten wir uns da auch mal kurz rumtreiben für ein oder zwei Folgen und danach sollte es regulär entweder wieder mit Denalia oder mit dem normalen SMP weitergehen. Ja, ich denke, dass das danach Denalia wird, weil wir müssen den Dungeon fertig kriegen. Wir müssen auf Level 10 kommen in der anderen Karte, damit mindestens Level 10. Es kann sein, dass es auch erst auf Level 11 kommt, das Item. Ja, sind wir mal gespannt. Den Helikopter hätten sie aber irgendwie noch ein bisschen aufspeisen können, muss ich sagen. Da haben sie Potenzial verschwendet. Jetzt hast du ihn nicht gehauen. Ja, weil du durch mich durchgerannt bist. Statt an mir vorbei. Mittendrin steht nur dabei, ne? Wie viel Level hast du? 16. Okay, also Level 40 ist dann wirklich schon so eine High-End-Ultima-Waffe. Ja, da ist man gerade eine ganze Weile unterwegs. Ich habe dich gerecht. Aber wie bereits erwähnt, das beendet dann auch schon unseren Run von dieser Version. Ich schaue, dass ich noch den DLC zum Laufen kriege, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ansonsten geht es dann eventuell mit Denalia weiter. Wir werden es sehen. MK, darfst auch nochmal Tschüss sagen. Und ich. Das Hühnchen hat keine Textur. Wie geil ist das dann? Gut, ich hab's auf der Aufnahme. Ich bin glücklich. Ich will aber nicht sterben. Aber ich lasse mich jetzt töten. Uah.